Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video und heute präsentiere ich euch, wie ihr schon seht, einen OLED-Fernseher. Ich stoße schon überall an, weil es so ein Riesenteil ist. Und ja, er war in diesem Karton drin, ein Unboxing-Video kann ich euch leider nicht machen, weil es ist irgendwie nicht gegangen. Ich konnte keinen richtigen Platz finden zum Drehen. Und da man das ja mit noch einer zweiten Person auspacken muss, weil es ist einfach so ein geniales Riesenteil, da ging das nicht anders. Wartet mal, ich werde mal euch das hier so hoch... OLED. Ja, OLED, ne? Deswegen OLED TV. Da ist er, das gute Stück, das ist ein riesen Karton. Und ja, ein bisschen testen konnte ich ihn jetzt schon mit meinem anderen Fernseher. Und es ist schwer mit der Kamera, hoppala, das einzufilmen, wirklich war. Das einzumachen hier, ich werde mal den Karton jetzt hier rüber machen. So, damit wir nochmal ein bisschen Platz haben. So, Karton ist jetzt hier drüben. So, es ist wirklich schwer gewesen. Der Karton will nicht. Jetzt will der Karton. Es ist wirklich schwer gewesen. Jetzt will der Karton noch nicht. Egal. Es ist wirklich schwer gewesen, irgendwie Bildmaterial zusammenzusammeln und euch zu präsentieren. Ob das heute auch so richtig rüberkommt in der Kamera, glaube ich fast eher nicht. Ihr werdet vielleicht einen kleinen Unterschied merken. Das aber auch nicht. Es ist halt wirklich schwer. Ihr müsstet es echt live betrachten, wirklich wahr, um euch mal ein Fazit von diesem Fernseher zu machen. Weil abfilmen, Videoausschnitte ist echt schwierig. Vor allem mit der Qualität und so wird es dann nicht so richtig tendieren. Müsstet ihr einfach mal in eurem Saturn oder Mediamarkt oder was auch immer mal nachfragen, ob ihr mal den testen könnt mit einem bestimmten Film. Ja, ich habe mir jetzt seit, ich glaube, 6 Filme waren es. 6 oder 7 Filme waren es, die ich abgefilmt habe mit meinem alten Fernseher und jetzt mit dem neuen Fernseher, mit dem OLED, also ihr habt gesagt OLED TV, nicht OLED, OLED habe ich deswegen gesagt, weil ich den so OLED geil fand. Und ja, ich habe mir den heute spontan noch gekauft, also es hat gekauft, Ratenbasis natürlich, weil so viel cool habe ich leider nicht übrig gehabt, aber er war sogar im Angebot heute, weil mein Saturn hat hier 13-jähriges Jubiläum gehabt und hat sogar günstiger war dieser Fernseher und da habe ich gedacht, okay, jetzt nimmst du mit, es geht einfach nicht anders und ich muss euch echt sagen, sehr geil, er hat perfekten Schwarzwert, wirklich wahr. Also wenn ihr euch mal für einen Fernseher schaut, ihr mögt es mit dem Schwarzwert, euch geht es immer auf den Sack, dass diese Balken unten und oben so leuchten oder der Rahmen leuchtet und so weiter und so fort. Entscheidet euch für ein OLED TV, schwieriges Wort, und holt euch unbedingt diesen TV. Was kann ich noch zu euch sagen, kann ich euch ein bisschen Details geben. Er ist in Full HD. Hat sogar 3D, aber das ist nicht diese Brillen, wo man anmacht. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, die Methode. Es sind falls die gleichen Brillen so in der Art wie im Kino. Und das stört mich überhaupt nicht. Jetzt habe ich ein 3D noch dazu. Was will ich mehr? Und ja. Das letzte Video von dem letzten Filmausschnitt zeigt wirklich, was es mit dem Schwarzwert auf sich hat. Da fand ich den Unterschied wirklich geil und Wahnsinn. Noch zu merken, mein alter TV war auf dem Bild dynamisch, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr ein Bild einstellt, dynamisch. Und jetzt dieser neue TV, habe ich gar nichts eingestellt. Das ist die Standardeinstellung, wo es halt gibt. Und man kann es halt noch verstellen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich wollte es einfach so lassen, wie es praktisch gesehen Außenladen kommt. Und da kann man halt noch immer hin und her tendieren. Ja, ich hoffe mal, euch gefallen jetzt dann die paar Sequenzen, die ich euch jetzt zeige. Natürlich mit anderer Musik unterlegt, weil sonst geht es ja nicht anders. Sonst wird vielleicht das Video sogar gesperrt wegen den ganzen Filmsequenzen. Und habt ein bisschen Spaß. Es sind ein paar nette Filmchen dabei. Viel Spaß dabei, bei dem Unterschied rauszuschauen. Wenn es überhaupt zum Schauen hier richtig gibt, hier in diesem Video. Viel Spaß. Thank you.
Und da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, euch haben diese paar Filmausschnitte gefallen. Und natürlich musste am Schluss, natürlich dabei sein? Ein Godzilla-Filmchen natürlich. Und da habe ich mir gedacht, warum nimmst du nicht den neuesten? Der ist ja viel im Dunkeln. Und dann die Endsequenz schaut doch bestimmt richtig cool aus. Ich fand es richtig geil, auch wenn viele sagen, er ist wirklich zu dunkel. Ich fand es genial. Sowas muss es auch geben. Und da hat man richtig den Unterschied gemerkt. Wo ich den Unterschied auch wirklich gewaltig gemerkt habe, war bei König der Löwen am Anfang, wenn die Sonne aufgeht und am Anfang sogar wieder noch diese Schrift kommt und so. Das habt ihr jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Ich weiß noch nicht, wie ich es schneiden werde. Und da sieht man richtig diesen Schwarzwert, dass es wirklich dann schwarz ist. Und das finde ich absolut genial. Wirklich wahr. Die Farben kommen auch richtig geil. Natürlich ist der Fernseher auch etwas größer. Und man sieht bei manchen Filmen wirklich auch jetzt mehr den Film Korn. Müsst ihr wirklich aufpassen. Wenn euch das stört, ist es vielleicht nicht so gut für euch. Aber ich finde es trotzdem genialst. Gut, ich tue euch mal einfach mal einen Link in die Beschreibung packen von Amazon und vom Saturn, von diesem Fernseher. Da könnt ihr euch noch ein bisschen schlauer machen, technische Daten und so weiter und so fort. Ich hoffe, das kleine Video hat euch ein bisschen gefallen. Mal was anderes bei mir auf diesem Kanal und ich verabschiede mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.